Da sind wir wieder. Oh, hi. Ja, wir haben uns auf unser Baumhaus zurückgezogen und wollen jetzt mal ganz schnell ein paar letzte Vorbereitungen treffen, denn wir wollen ja heute so ein bisschen mal hier unsere neue Welt erkunden. So ist es. Wir gehen mal ein bisschen auf Erkundungstour und schauen uns mal an, wo wir hier überhaupt gelandet sind, in was für einem ja, komischen Eck. Obwohl. Ich überlege gerade mal, was ich noch brauche. Ich brauche noch eben, nämlich mal zur Sicherheit noch mal eben was zum Abbauen mit. Jawohl, ich baue mir, stelle mir gerade auch noch ein bisschen was her. Du Man weiß ja könnt nie, was man so findet. ja, und du könntest vielleicht auch mal eben sicherheitshalber eine Kiste mitnehmen. Also hier so eine weiße Werkbank. Ja, Für den damit wir Fall, unterwegs. dass wir. Wir können uns ja an letztes Mal erinnern, da lief das auch so, dass wir mitten im Dungeon waren und nicht mal raus wollten. Da war es ganz praktisch, einen dabei zu haben. Das ist wohl wahr. Hast du noch eine Spitzhacke oder brauchst du eine? Ich habe jetzt gerade eine hergestellt, ja. Gut. Dann mache ich für mich nur welche. Dann bin ich mal ganz uneigennützig und Ja, denke auch ein bisschen an dich geheuchelt. So, ich habe alles. Ich habe ein bisschen Erde mitgenommen. Willst du auch mal 64 Erde haben, falls wir noch boosten müssen irgendwo? ja, ich habe 34 dabei. Haben wir noch Okay. irgendwas in den Kisten? Ansonsten. Nö. Dann let's go. Hey ho, let's go. Gut. Hab keine Irgendwas Zeit. wollte ich noch. Ach, hier ist noch ein Dirt. Nehmen wir doch das noch mit, ne? Ja, gut, dann haben wir alles. Hat. So, mach ich Tür zu. Wir wissen ja nicht, wann wir zurückkommen. Wobei, jetzt haben wir keine Leitern dabei, aber ich glaube, das ist auch halb so wild. Ja, ich dachte, denkt man nicht, dass wir irgendwie auf was treffen werden, wo wir wirklich Leitern brauchen. Ja, Ich hoffe es zumindest wir können ja erstmal. nicht jedes Mal so ein Glück haben, dass wir direkt in eine Schlucht reinlaufen. Ja, das wäre wirklich ein Zufall. So, aber ich finde, das sieht ganz nett aus bisher. Oben vielleicht noch ein bisschen was machen dran. Oben sind wir da mittig? Sind wir mittig, Nee, muss glaube nur ein ich. raus, Ja. wahrscheinlich. Ja. Ich habe da nur grob geguckt. Ja, komm, Ja. laufen wir mal. Ich würde Ab sagen, geht's. komm hier auf die große Fläche, laufen wir mal zu. Einmal querfeldein. Ja. Schadet ja nicht. Ja, wir wollen ja auch wissen, wo wir hier überhaupt gelandet sind. Was für ein komisch Mac. Ja, du hast ja schon mal ein bisschen hier den Dschungel erkundet, als du. Richtig, ich war so in der Richtung da hinten. Ja, mal schauen. Jetzt hätte ich mal meine Angel mitnehmen sollen. Hier ist ein schönes kleines Wasserloch. Scheiterst doch eh wieder an der Katze. Ich kann wenigstens angeln dafür, mein Bester. Wo bist du denn jetzt schon wieder hingelaufen? Ja, hier so. Siehst du mich nicht? Ja, doch jetzt, klar. Mensch, 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 Mensch. Oh, und was haben wir denn hier für ein. Oh, also ganz ehrlich, das ist hier schick. Ja. Alter. Geil. Ja, warum haben wir da hinten gebaut? Weiß ich nicht, aber Können wir das nochmal vielleicht klären? können wir nochmal höher bauen, dann können wir vielleicht hier einfach hingucken immer. Ja, das ist aber wirklich schick hier. Also, und das direkt vor der Tür. Okay, gut zu wissen. Cool. Diesmal keine Schlucht, dafür aber ja, ein riesen Flusslauf Ja. und eine sehr angenehme Gegend eigentlich. Ja, ich würde mal sagen, lass mal ein bisschen weiterlaufen. Wer weiß, was uns hier noch erwartet. Also wirklich nett hier. Also hier könnte ich mir schon vorstellen, so ein Häuschen hinzusetzen. Ja, Wenn wir mal expandieren oder sowas. wo wir im letzten Teil noch von einem Haus auf dem Baum geredet haben und von einem Haus am Meer, könnten wir jetzt auch hier ein Oh! Haus am Fluss hinstellen, ne? Du läufst besser nicht klar geradeaus. Oh. Wo wir davon gesprochen haben, dass Schluchten da sind. Und die Schlucht haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Die ist aber auch nicht so tief wie die alte. Nee, das nicht. Das auf jeden Fall Du, nicht. ich Also frag mich zumindest. gerade, hast du mich drauf? Ja, flieg. Es geht. Yay! Hast du auch überlegt, wie du wieder Ja, hochkommst? ich booste mich. Cool. Und hepp. Tot. So. Das wäre jetzt lustig. Ja, und genialerweise sehe ich hier eine Menge Eisen schon mal. Stimmt. Eisen und Kohle und weißt du was, das Zeug nehmen wir direkt mal mit. Ich glaube, ich lasse diese Wasserflasche hier mal so ein bisschen. Die Flasche. Die Flasche. Ja, dann können wir uns einen einfachen Weg fürs nächste Mal nach unten machen. Stimmt. Aber hier können wir dann auch hoch, sehe ich gerade. Ist ja auch ganz easy Ja, alles. also es ist definitiv, ich meine, man kann mal gucken, wenn ich hier, ich grab mal ein paar Löcher. Vielleicht ist. Oh, was für ein Glück ich gerade habe. Ich sehe es leider nicht. Wenn du mich Warte. hier. Ich Warte, versuche mal zu warte. springen, vielleicht siehst du mich in dem Loch.
Ich habe mich nach unten gegraben und hier ist Eisen. Oh. Aber was für ein Zufall, dass ich einfach nur... Und Kohle. Oh, und eine Menge Eisen. Ich komme mal. Holy shit, wo sind wir hier gelandet? Ich muss das mal auf Video haben. Ja, das habe ich schon abgebaut. Ach Mensch. Soll ich es wieder hinbauen? Ja, ja, stell's mal wieder hin, alles. Aber guck mal, hier öffnet sich noch mehr. Ich komme mal mit runter. Es wird, glaube ich, dunkel, oder? Ja, nur hier drin. Ich habe schon. Gut. Ich habe mich einfach mal hier nach unten gegraben und habe hier direkt Eisen und Kohle gefunden. Das ist natürlich hier nett. Also, jetzt auch noch weiter. Alter, sind gar kein Ende. Weißt du was? Wirklich, du hast recht gehabt. Es wird wirklich dunkel. Tja. Nein. Ich glaube, hier ist Wasser auch. Ja gut, umso besser. Zurücklaufen gibt's jetzt nicht mehr. Nö, es gibt kein Zurück. Attacke. Du kannst aber zu mir reinkommen, dann bauen wir uns hier einfach ein bisschen rein. Oh, soll ich zu dir reinkommen? Lädst du mich in dein Zuhause ein? Denn hier ist so viel... Was du wieder denkst. Hier ist so viel Kohle, wenn man sich hier ein bisschen gräbt. Ich glaube, das könnte sich hier lohnen, ein bisschen in alle Richtungen zu graben. Also einfach mal die Tür zuzumachen. Unter. Komm mal von oben dazu. Ich mach mal die Tür hier zu, dass uns von oben nichts besucht. So, dann können wir uns hier mal ein bisschen in alle Richtungen graben. Denn man sieht ja schon hier... Au! Ja, aber du läufst mir auch direkt vor der Flinte. Ich weiß auch nicht. Mir war so danach. Oh, hier ist eine Höhle. Oder ne, ist nur dunkel, schade. Aber ich meine, wir können es ja auch hier mal einfach gucken. Nur noch ein bisschen weit nach unten gehen. So, eigentlich... Wir beobachten dich jetzt einfach mal so ein bisschen beim Arbeiten. Hier ist auch schon wieder Kohle. Sag mal, was hast du denn hier gefunden für einen Traum? Für einen wahren Traum? So, ich grab mal in die Richtung. Ja, ich bin wie so ein Trüffelschwein, glaube ich, heute. Oh, hier habe ich aber... Ist das jetzt nur dunkel oder... Ja. Schade, die ganz dunklen Flächen, die sehen in meinem Texture Pack immer so ein bisschen aus, als wenn das Höhle sein könnte. Ist aber keine. Nee, ist meistens nur Erde. Aber wie viel Kohle hier ist, also das ist echt gerade erstaunlich. Lassen wir natürlich nicht liegen. Ich muss leider gerade sagen, also in das Eck, wo ich mich reingegraben habe, da ist nix. Du kannst gerne hier die Kohle abbauen, wenn du willst, weil hier ist noch... Dann grabe ich mal in eine andere Richtung weiter. Autsch. Oh, hier ist Eisen. Mensch. Mensch, was geht? Ich bin, auf der Spur. Ich wollte gerade sagen, du wirst ab jetzt immer Sascha Trüffelschwein genannt. Ja. I'm a Gold Digger. Ja. So, ich grabe mich immer weiter nach unten. Ich bin mir nämlich sicher, dass hier... Also eigentlich müsste ja irgendwo mal in eine Höhle kommen. Ja, muss nicht unbedingt, aber es kann natürlich sehr gut sein. Vor allem, von wo höre ich eigentlich die ganze Zeit dieses Wasser? Ja, ich sehe es auch teilweise so ein bisschen. Es ist sehr kurios. Aber schon sind wir wieder unter der Erde. Ja, dafür haben wir uns die letzten Tage ja über der Erde aufgehalten. Weit über der Erde. Mhm. Für Leute mit Höhenangst. Über den Wolken. Lalalala. Nein, also ich glaube, meine Glückssträhne ist so ein bisschen am Versiegen gerade. Bist du denn hin? Ach so, immer weiter runter. Ja, jetzt nicht komplett, aber ich habe mich hier mal in alle Richtungen ein bisschen gegraben. Ich meine, hier ist zwar Erde, das heißt, da könnte was sein. Nee. Ich habe schon wieder Eisen gefunden. Sehr gut. Immer weitermachen. Oh, was haben wir hier? Also hier ist schon wieder, es ist unfassbar, hier sind schon wieder zwei Quellen. Krass. Willst du mal runterkommen? Muss ich ja meinen Top-Spot hier schon wieder alleine lassen. Na gut, dann mach ruhig erstmal weiter. Hier ist nichts, deswegen. Achso. Komm mal runter. Ja, so viel sehe ich jetzt hier auch nicht. Ich habe nur die zwei Stellen, auf die du gesprungen bist, ist die eine und hier vorne ist noch eine. Mhm. Nimm du die eine da hinten mal weg, ich nehme die hier vorne. Fackel mehr aufstellen. So. Man will ja auch ein bisschen was sehen. Und eigentlich rauskommen dürfte auch nicht so schwer sein. Nö. Hier ist aber auch Fetteisen drin, also schon wieder 4, 6. Das lohnt sich schon. Ja, ohne Frage. Also hier hast du wirklich was Schönes gefunden.
Es langt ja schon, dass wir hier. Ich habe auch schon wieder was. Sehr schön. Es langt ja schon, dass wir hier Schlucht und so ein nettes Gebiet nebeneinander haben. Und jetzt auch noch sowas. Also das ist jetzt auch wirklich Glück mit der Schlucht, dass die quasi direkt vor der Haustür liegt, wie beim letzten Mal. Wir haben uns wirklich das Gebiet jetzt nicht großartig vorher angeguckt. Nee, wir haben nur gesehen, oh, da ist Dschungel, da bauen wir uns wieder hin. Und sonst ist das alles noch jungfräulich in dem Sinne. Genau, denn damit kennt Benjamin sich aus. Oh, hier kommen jetzt aber, glaube ich, wirklich eine Höhle. Mit viel Glück. Mal gucken. Ah, nee, aber schon wieder Eisen. Ach komm, Keine dann Höhle, aber Eisen. kann man irgendwie gut finden, kann man auch schlecht finden. Wir brauchen kein Eisen. Diamond. Ja, mittlerweile haben wir so viel Eisen, ey, damit können wir uns ein bisschen totwerfen. Okay, los geht's. Ja, aber ist es nicht so, Diamanten findet man doch eh nur eine bestimmte Blockzahl unter der Erde? Ja, Also man sagt 13, doch, 10, 10, glaube ja, ich. irgendwie sowas. Also ich glaube, es ändert sich auch mit jedem Update, aber. Ist im Grunde auch egal. Wir müssen einfach tiefer runterkommen und fertig. Ich meine, man kann sich ja. Oh, direkt nach unten graben ist nie gut. Ich grab mich jetzt hier einfach mal nach unten. Mal gucken, wie tief ich hier komme. Ich habe hier lauter Erde vor mir. Oh, ich sehe schon, du bist so ziemlich auf selber Höhe wie ich. Ja. Ich habe mich jetzt einfach mal hier in einen Schacht gemacht und gebe. Ach so, gräbst du gerade auch nach unten? Nee, ich grab mich so ein bisschen zur Seite in der Hoffnung, dass hinter der ganzen Erde noch irgendwas zu finden ist. Jetzt ist meine Eisenspitze kaputt gegangen. Aber so viel Eisen, wie ich habe, da kann ich mir gleich fünf neue für machen. Ja, das ist wohl wahr. So, ja. Aber ich habe so ein Gefühl, hier so höhlenmäßig ist hier nicht so viel, weil ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen nach unten gegraben. Und wir sind ja eh schon tiefer, als die reguläre Erde ist. Ah, was haben wir da? Das ist Kohle. Kohle, pff. Mit sowas Erbärmlichem geben wir uns nicht mehr zufrieden. Es reicht nicht mehr. Lächerlich, du kannst mir nichts mehr geben, Kohle. Ja, aber ich nehme sie auch mal mit. Und wie gesagt, wenn ihr euch jetzt wundert, wenn ihr vielleicht die letzten Videos nicht gesehen habt, wir haben auf einer neuen Welt angefangen. Und deshalb sind unsere Level. Oh, ich habe Redstone gefunden. Deshalb sind unsere Level jetzt ein bisschen moderater als in der alten Welt noch. Ja, jetzt Level 3, da kann sich jetzt, glaube ich, auch keiner mehr aufregen darüber. Und diesmal habe ich es mir auch selber hier, ne, live on air erarbeitet. So, ich nehme mal hier das Redstone mit, auch wenn ich weiß, ach nee, ich habe keine Eisenspitzhacke, auch wenn ich weiß, wie begnadete Redstone-Bauer wir beide sind. Oh ja, ist ein Traum. Ja, da sind wir ganz geschult drin. Gibt nichts Schöneres als Redstone. Lapis Lazuli vielleicht noch. Ja, ist genauso hilfreich. Ja. So, wo kam ich denn hier runter? Da komme ich gar nicht mehr weiter nach unten. Oh, jetzt habe ich aber, oder ist er hier? Oh, Bedrock bin ich. Ich bin am Boden angekommen. Ich sehe dich zumindest durch die Wand durch. Tja, also hier scheinen wir tatsächlich nicht viel Glück zu haben, dass hier irgendwelche so Höhlensysteme drunter Ja gut, sind. wenn du auf dem Bedrock gelandet bist, dann ist es ja so 10 Etagen nach oben und dann müssten wir eigentlich Diamonds finden. Das schon. Oder irgendwas ähnliches. Ich habe mich natürlich jetzt auch einfach mal gerade runtergebaut. Ist natürlich sehr geschickt jetzt so. Na, ich booste mich mal wieder hoch, damit ich hier rauskomme. Aber wissen wir hier schon mal, wir haben eine Stelle gefunden, wo wir den Boden sehen können. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja. So, eigentlich müsste die Boah. Nacht nämlich auch so langsam mal zum Ende kommen. Ja, hoffen wir es doch mal, ne? Wäre ganz schön, Fräulein Nacht, wenn Sie da mal, ne, zu Bette kommen würden. Ich überlege gerade, ich glaube, ich mache das Ding hier auch mal mit einem Eisenblock zu. Du bist so geschickt. Ja, dann wissen wir wenigstens, hier comes Hier the money. gab's nichts. Dann mache ich hier mal einfach bisschen zu. Scheiß auf die Fackeln, die im Hintergrund sind. Genau, ich gehe eben mal gucken, wie es aussieht. So, ach so, jetzt haben wir uns natürlich echt so ein bisschen die Scheiße hier ge gebaut, weil da oben ist, müssen wir, glaube ich, hin. Ne, hier oben müssen wir hin. Oh, Hinter dich. okay. Sicher? Ich bin da runtergefallen und bin hier auf dem Eisen gelandet. Ja gut, dann geh du mal vor und mach uns mal einen Weg. Brauchst du was zu essen? Nee, ich hab noch. Bei dir sieht man es wenigstens, wenn du baust, also mach mal. Dann mach ich doch Lass mal. mich mal ein bisschen faul zuschauen.
Mach das mal. Ich mach mal das, was du eigentlich sonst machst. Ich arbeite mal ganz hart. So. So, also eigentlich könnte... Ich meine, wir können ja auch mal rausgehen. Ich meine, wir haben ja nicht viel zu verlieren. Das bisschen Eisen, was wir in der Tasche haben. Die 4500 Eisen. Warte mal, jetzt ist natürlich... Wo haben wir zugemacht, ne? Ich glaube, hier müssen wir hoch. Ja. So. Kann man jetzt von da? Kann man von da? Hier, ich glaub, ist hier dann ist es. Nichts mehr. Hier ist es. Oh, es ist gerade echt Tag. Es ist Tag. Yay. So, wir haben es überstanden. Dann würde ich fast sagen, lass uns... Da hinten ist zwar auch noch Eisen, aber wir können ja nochmal zurückkommen. Lass uns mal gucken, dass wir den Weg hier rausfinden. Ja, ich habe da hinten oder in der anderen Richtung. Warte. Ne, in der Richtung. Habe ich was hochgebaut schon. Okay, sehr schön. Durchs Wasser, aber egal. Dann können wir ein bisschen weiter erkunden noch. Mal von dem Teil hier abgesehen. So. Jump. Oh yeah, ich könnte mal was mampfen. Hab dich gerade gefragt. Ich dachte, du wolltest mir was anbieten. Nee, ich wollte das gemeinschaftlich mit dir schöne Schnitzel essen. Oh, hast du das mal gesagt, dass du ein Date haben willst. So, oh guck mal, Schweinchen. Ohne Ende Schweinchen, da hau ich doch direkt mal mit meinem Schwertchen drauf. Möchtest du diese Rose haben? Möchtest du mit diesem Schweinchen Mord und Totschlag spielen? Ja! Ja, es gibt doch nichts Größeres als... Ich weiß schon, was als nächstes in Nachrichten kommt. Minecraft für nächsten Amoklauf verantwortlich. Aus Prinzip, man kann ja mit dem Schwert zuschlagen. Ja, oh, hier hinten war da. Ups, wo bin ich denn hier reingefallen? Sah aus der Entfernung auf jeden Fall schon wieder lustig genug aus. Ja, ich wollte sagen, wir haben. Ich wollte eigentlich sagen, lecker Burger, aber na gut. So, hier haben wir eine Eisfläche. Aber viel irritierender ist dieser fliegende Baum hier. Aber gut. Fliegender Baum? Wo bist du denn schon? Hinter wieder? Dir, hinter dir, da wo du herkommst. Ja. Oh, es sei denn, es wird nur bei mir so angezeigt. Ich sehe keinen fliegenden Baum. Gut, wenn du auch nicht näher kommst, ist kein Wunder. Nun gut. So, da ist eine Eis... Was ist denn da drauf auf der Eisfläche? Ist das... Was ist das denn? Das ist ein Wolf. Wenn es mit den Katzen schon nicht klappt... Nein, ich habe keinen Bone dabei. Verdammt! Da brauchst du auf jeden Fall auch mehrere von. Ja, mit viel Pech. Was ist denn das da hinten für ein cooler Felsen? Siehst du den? In die Richtung, in die ich laufe. So ein ganz spitzer. Ich glaube, ich kann ihn erahnen, da ganz hinten. Ich schlitter mal was Eis. Entweder wird falsch angezeigt oder sieht cool aus. Sieht ja wirklich nett aus. Ich glaube, der sieht cool aus. Wird falsch angezeigt. Jetzt baut er sich langsam bei mir auf. Ich sehe hier Wölfe ohne Ende. Ja, gut zu wissen. Will Hundis. Ja, ist hier eine Felsenkette. Na gut, sah aus der Entfernung gar nicht mal so schlecht aus. Und sollte vielleicht besser nicht näher dran gehen. Aber wir können mal schauen. Ich sehe da oben nämlich schon ein paar Höhlen drin. Zumindest sieht es aus der Entfernung wie Höhlen aus. Also man muss ja schon sagen, also die Welt, die wir hier haben, die ist schon schick. Auch das hier ist eigentlich auch ganz schick mit dem Wasser zwischen den beiden Bergen. Ja, stimmt. Sieht echt nicht verkehrt aus. Kommen wir da rüber. Was danach, kurze Zeit später natürlich gefriert aufgrund der Eisfläche. Ich muss sagen, wir können ja mal da oben hoch. Ich warte mal, bis du hier bist. Wenn du ein bisschen auf Tauschstation gehst. Gehen wir mal da hoch. Gucken wir mal in der Höhle. Ich rüste mich mal mit Fackeln aus. Guck mal gerade, was das da hinten ist. Das sieht irgendwie aus wie ein Creeper. Hier ist eine Riesenhöhle im Übrigen. Oh, okay. Und hier ist ein Creeper. Ich habe allerdings keinen Sound mehr. Ist blöd. Oh, sehr schön. Ja, komm, stirb oder lass mich sterben. Okay, du ja, stirbst. Die ist ein bisschen größer, um ehrlich zu sein. Ja. Und noch ein bisschen dunkler. Ja, ich leg schon gerade Fackeln. Da kommt er schon. Wir können oh, da ist schon ein Skelett. Ja, wir können vielleicht noch Wölfe sehen, meinst du? Ja. Oh ja, ein Knochen. Links von dir ist eine Spinne, aufpassen. Das ist der Fight Club. Erste Regel vom Fight Club. Oh, hier geht's ja richtig rein. Schon gebrochen. Welcher Fight Club? Ich weiß nicht, wovon du redest. Die erste Regel vom Fight... Oh, verdammt. Ja, die erste Regel vom Fuck. Hier hinten geht's weiter.